Hallo Leute, ich begrüße euch zu unserem ersten Video im neuen Jahr. Wie ihr seht, geht es um die neuen Apple Over-Ear-Kopfhörer. Alles weitere nach dem Intro. Mittlerweile gibt es ja schon viele Videos zu diesen Kopfhörern bei YouTube. Wir möchten uns aber auf das Zusammenspiel mit einem Fernseher konzentrieren. Ein paar grundsätzliche Infos zu den Kopfhörern geben wir aber trotzdem. Wenn man sich diese Kopfhörer so anschaut, sind diese sehr schlicht. Ja, die Verarbeitung ist aber extrem gut, wenn man sich das Ganze so anguckt. Alles aus Metall. Man kann die Ohrmuscheln hier zum Beispiel rausnehmen und ersetzen bzw. reinigen. Die Bedienung ist auch sehr einfach gestaltet. Man hat hier ein Rädchen zum Drehen, das regelt die Lautstärke. Hier haben wir noch einen Knopf. Diesen kann man benutzen, um zum Beispiel zwischen verschiedenen Soundmodis zu wechseln, sowas wie Transparent oder Geräuschunterdrückung. Hier unten haben wir nochmal einen Anschluss, das ist zum Laden gedacht, beziehungsweise könnt ihr hier auch mittels Adapter auf den Klinker anschließen und dann euren alten CD-Player zum Beispiel benutzen. Ansonsten geht auch ganz normal die Sprachbefehlsfunktion von Siri. So viel dazu. Wie ihr jetzt die Kopfhörer mit eurem Handy verbindet, zeigen wir euch jetzt nicht. Es ist nämlich genauso einfach wie mit euren alten AirPods. Wir gehen jetzt darauf ein, wie man die Kopfhörer mit dem Fernseher verbindet. Das zeigen wir euch anhand eines LG OLED GX. Dazu müsst ihr einfach in die Einstellungen rein, auf Ton, dann auf die Audioausgabe, dann in eure Bluetooth-Einstellungen. Normalerweise wird das Gerät dann automatisch gesucht und erkannt. Sollte das nicht passieren, habt ihr die Möglichkeit, an den Kopfhörern hier auf den Knopf zu drücken. Einfach nur gedrückt halten. Dann fängt hier eine kleine weiße Lampe an zu blinken und da haben wir sie schon. Einfach anwählen. Und sie sind verbunden. So, dann hören wir uns das mal kurz an. Auf jeden Fall ist die Soundqualität schon mal sehr gut. Wir zeigen euch jetzt aber eine Funktion, die ihr sicher nicht kennen dürft. Wir werden die Kopfhörer mit dem Fernseher zu einer Bluetooth-Surround-Gruppe verbinden. Dabei wird der Fernseher als Center agieren und die Lautsprecher sind für die Umgebungsgeräusche zuständig. Das funktioniert wieder sehr leicht. Dazu geht ihr einfach in die Einstellungen, auf Ton, dann wieder auf die Audioausgabe. Unten habt ihr den Menüpunkt Bluetooth-Surround. Den aktivieren, dann auf den Reiter, dann nochmal anwählen . Das verbindet sich jetzt nochmal kurz und dann geht ihr nochmal ganz wichtig auf automatisches Tuning. Das ist dafür da, um Tonverzögerung praktisch zu eliminieren. Das Tuning wird automatisch durchgeführt. Und dann geht ihr einfach nur noch auf Anwenden. Und jetzt hören wir schon, dass wir den Fernseher hören. Und der restliche Ton sollte ja dann über die Kopfhörer kommen. Das teste ich jetzt mal. Das wäre wundervoll. Danke. Abbott. Keine Sorge, er ist einer von den Sauberen. Auf jeden Fall war das gerade ein deutlicher Unterschied zu den normalen Kopfhörern. Man hat wirklich das Gefühl, als würde man im Geschehen mittendrin sein. Ein echtes 3D-Sound-Erlebnis, was durch die Kopfhörer hier möglich ist. Nachdem wir die Kopfhörer ein paar Tage getestet haben, können wir sagen, dass wir selten Kopfhörer hatten, die so vielseitig eingesetzt werden konnten. Sei es nun ein gemütlicher Filmabend auf der Couch, ohne dabei die Nachbarn zu ärgern, oder die Möglichkeit, hochwertigen Sound zu genießen, egal wo man gerade ist, Apple meistert diese Kategorien mit Bravour.
In der Preisklasse bekommt man kaum einen besseren Sound. Durch das integrierte Mikrofon ergeben sich folgende Möglichkeiten. Ihr könnt telefonieren, Podcasts aufnehmen und die Kopfhörer als Headset benutzen. Für den Preis von 600 Euro bekommt ihr einfach so viele Features in einem Gerät, was den Anschaffungspreis auf jeden Fall rechtfertigt. Daher geben wir dem Produkt alle Daumen hoch und wenn euch das Video gefallen hat, möchten wir gerne eure Daumen unter unserem Video sehen. Bis zum nächsten Mal!